Ich glaube, Streaming hat eine Zukunft im Sport. Ich weiß nicht, ob es die Zukunft im Sport ist. Ich glaube, es wird zumindest eine ganze Weile dauern, bis sich Streaming technisch so weit durchgesetzt hat, dass man wirklich sagen kann, okay, Kabel und Sat spielt eine untergeordnete Rolle. Aber es wird definitiv immer mehr und mehr werden. Die Qualität wird immer besser. Es werden die Player, die es anbieten, immer mehr. Also insofern ist es für mich einfach nur ein zusätzlicher Verbreitungsweg, um Sport zu transportieren. Und den kann man annehmen oder auch nicht. Wir persönlich haben das jetzt gemacht mit unserem neuen Produkt SkyX. Und sehen damit auch sehr gute Erfolge. Insofern glaube ich, dass wir da in eine gute Zukunft gehen. Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass es den Fan nicht mehr gibt. Also man muss sich anschauen, von welcher Sportart redet man denn überhaupt? Und wenn man dann mal in der Sportart ist, von welchem Fan, von welcher Zielgruppe redet man denn? Da gibt es unterschiedliche Cluster nach Alter, nach Geschlecht, nach Wohnort und so weiter, nach Lebenssituation. Deswegen glaube ich, es geht viel weniger darum, dieses eine Konsumverhalten oder dieses eine Sehverhalten irgendwie rauszufinden. Also es geht viel mehr darum, diese verschiedenen kleinen Mosaiksteine anzubieten, damit der Kunde dann sozusagen wie in einem Regal hingehen kann und sagen, ja, das ist mein Teil Content, das ist weniger mein Teil Content. Und wenn man das schafft oder zumindest in großen Teilen schafft, dann wird man auch den Fan und den Sportinteressierten großteilig zufriedenstellen. Man wird es nie schaffen, für Einzelpersonen jeden zufriedenzustellen, aber zumindest in der großen Fläche kann man das hinkriegen.